Herzlich willkommen. Mein Name ist Silke Mara und heute überbringe ich euch Lichtbotschaften der Sternenwesen und der geistigen Welt. Ich danke euch. Geliebte Kinder, heute sprechen verschiedene Energien durch dieses Medium zu euch. Wir hoffen, dass die Energie der Liebe, der Klarheit, der Transparenz, der Wahrheit und der innigen Verbundenheit euch erreicht. Wir alle sind in den lichten Reichen miteinander verbunden, um euch zu unterstützen. Dies Unterstützen gilt auch unserem höchsten Wohl, weil je mehr ihr eurem eigenen Licht zustrebt, in eurem eigenen Licht aufgeht, umso mehr schließt ihr euch dem Verbund der lichten Welten an. Viele von euch haben Erfahrungen gemacht in diesen Welten, in anderen Leben, wie immer ihr es nennen mögt, die euch geprägt haben. Manche Prägung war gut für euch im Sinne von positiv, manche hat euch euer Licht verbergen lassen. Es ist nun an der Zeit, diese verschiedenen Prägungen wieder zusammenzuführen, damit ein Ganzes entsteht, weil beide Pole waren wichtig, um euch selbst in eurer Kraft zu erfahren. Denn das, was ihr selbst erfahren habt, könnt ihr als Licht nach außen geben. Meistens meint ihr, dass das, was ihr als negativ erfahren habt, euch schwächt, keinen Sinn hat. Doch dies ist nicht der Fall. Ihr meint das, was ihr als Positives erfahren habt, das wirklich Wichtige ist. Auch das ist nicht der Fall. Ihr tragt in euch viele Facetten des einen, des großen Ganzen, die sich nun hier ausdrücken wollen. Ihr alle seid Teil eines Puzzles. Zu unserer großen Freude befinden sich schon die meisten Puzzleteile an ihrem Platz. Aber es leuchten noch nicht alle. Dieses Leuchten ist wichtig für euch und für die gesamte geistige Welt. Weil dieses Leuchten bedeutet, ihr habt eure Kraft erkannt, ihr habt euch darin verwurzelt und nichts kann euch mehr von eurem Weg abbringen. Und dieses Ganze strahlt hinaus und hebt die Energie weiter an. Deswegen nochmal hier unsere Aussage, ihr alle seid wichtig. Geliebte Kinder, so wie ich einst meinen Sohn gehalten habe, halte ich auch euch. Ich bin stets bei euch und umhülle euch mit meinem Mantel der Liebe. Doch glaubt nicht, dass ich zu Lebzeiten eine schwache Frau war. Ich war stark und bin es auch heute noch. Denn andere in Liebe zu ummanteln,
trotz Widrigkeiten ist ein Ausdruck von großer Stärke. Und ihr alle tragt diese große Stärke in euch. Ihr alle seid fähig, andere in Liebe zu ummanteln. Jeder, jede auf ihre höchsteigene und persönliche Art. Dies ist ein großer Segen. Ein großer Segen, den ihr nicht unterschätzen sollt, wenn ihr euch selber ausdrückt, so wie ihr seid. Dieser Segen ist eine Ummantelung der Liebe für euch selbst und für alle, mit denen ihr in Kontakt kommt. Drum segne ich euch jetzt in dieser eurer Fähigkeit, um sie zu stärken, und ich rufe euch auf, sie anzuwenden. Danke. Viele Sterngeborene unter euch kennen die Kraft und Energie von Ashtar Shiran, des Ashtar-Kommandos. Doch es gibt im Universum viele Sternenwesen, die unterwegs sind, erforschen und euch auch zur Seite stehen. Ja, es gibt auch die, die euch nicht unterstützen. Doch diese sind in der Minderheit. Das Licht hat sich mittlerweile stark ausgebreitet. Und es ist wichtig, dass ihr euch auf das Lichte, auf die lichten Botschafter ausrichtet, auf euch selbst. Damit stärkt ihr euch selbst und auch die lichten Botschafter, all die lichten Sternwesen, die hier sind, um euch in eurem Aufstiegsprozess, in eurer Entwicklung zu unterstützen, damit ihr wieder heimkehrt. Heimkehrt in das große Ganze, zu dem ihr gehört. Sicher, ihr seid ständig damit verbunden. Doch es geht hier um die bewusste Heimkehr, um die bewusste Entscheidung des Ja und um die bewusste Entscheidung, sich mit all seinen Ängsten und Zweifeln auseinanderzusetzen. Es wird hier nicht von euch verlangt, wir verlangen nicht, dass ihr einfach alles glaubt, auch nicht das, was wir euch mitteilen. Sondern wir fordern euch immer wieder auf, prüft das, was ihr hört, in eurem Herzen. Fühlt es sich für euch wahrhaftig an, dann nehmt es. Fühlt es sich für euch nicht wahrhaftig an, dann lasst es. Aber kämpft nicht dagegen an. Segnet das, was euch nicht entspricht. Und segnet das, was euch entspricht durch Annahme. Ich danke euch. Ihr habt jetzt einige Äußerungen gehört von den Sternwesen aus der geistigen Welt, die euch inhaltlich sicher vertraut sind. Und ich kann hier auch nochmal sagen, wie es gerade gesagt wurde, spürt in euch, ob ihr dazu Resonanz habt oder nicht. Und falls ja, dann handelt entsprechend danach. Stärkt das, was ihr als hilfreich empfindet und entzieht dem, was ihr nicht als hilfreich empfindet, eure Macht.
Ja, es geht um das Thema Macht. Denn Macht wohnt uns allen inne. Und wir dürfen lernen, diese Macht wieder in uns zu eröffnen, zu empfangen, um zum Wohle des Ganzen auszuüben. Viele von uns machen das schon. Viele sind da im Begriff, es zu tun. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Botschaft in Sternensprache überbringen. Diese Sternensprachenenergie kommt jetzt nicht nur von den Sternenwesen, sondern enthält auch die Mitteilung von Lady Nada. Ich danke euch. Geliebte Kinder, hört auf meine Worte, öffnet eure Zellen, öffnet euch für euer ureigenes Vertrauen. Ihi aha nihita ish nikita namaha itika tishtina ash inamaha. Ina esh nimikiti nama ita nuna esh ina namit ukani ash nimihi. Ash itini ish nikiti na a iti nimihi da i utikitanahi. Ahi tuktana dish taktimaha de adimaha ina Ush inimi aknima atinamaha. Es sind inkarnierte Wesen unter euch, die diese Sprache verstehen. Und ich rufe diejenigen auf, die dies tun, diese Gabe zu nutzen. A imi ta ish naha ikitini a ina esh itikitana una nami ajni ikitina ash itkani itana ish namaha divak dima ahajni hitina ish iti muhukutanahi esh nikitini neha ish nihita katanami. Viele von euch besitzen die Gabe der Heilung. Die Gabe der Heilung auf den unterschiedlichsten Ebenen. Sei es im Gemüt, sei es im Ausdruck des Körpers, sei es für die Natur, zwischen den Welten. Es gibt viele verschiedene Arten von Gaben. Und viele von euch haben sich noch nicht damit verbunden. Und ich fordere euch auf, wenn ihr euch mit euch das spürt, verbindet euch mit dieser Gabe. Denn nur durch diese Verbindung, diese bewusste Verbindung, kann sie in euch wachsen und sich hier auf Erden verwurzeln. Ane ak ita ish ni hadima ush ni bi adimi itkna adima ush iti kiti ash nimihi na digi ana ujama mash ikata ikna ishnama u ash iti a te kitima ash ni ash diki ha niti a ek tepi na kanimihi di Ash inimaha dishnaha dikna eshnitikiti vi atinimihita eshnihina atinimikani tinihita nami itanama a itinimihi ahitina va tini u
Ate kitini mahati shnikiti namahati kitina ashti kitini imi taktanami atini maha atini huna dita na vana. Es gibt viele Arten des Ausdruckes. Jeder, jede von euch hat ihren persönlichen und individuellen Ausdruck. Manche von euch benutzen die Kunst. Andreas benutzt die Kunst des Filmens. Jeder von euch, jede von euch hat ihren Ausdruck. Bewertet nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern habt die Absicht, euch mit eurer eigenen Kraft, eurem eigenen Ausdruck zu verbinden. Denn dies ist eine große Heilung für diese Welt. Ihani ash itini maha ikina unak nimaha ishnimihida enaha ini una iknamatan ish itini pi kiti ash iti anihi dishnaha iye nakanamahi. Viele von euch waren in alten Zeiten miteinander verbunden und sind es auch heute noch. Viele von euch tragen ein starkes Band, das euch untereinander und mit eurer persönlichen Quelle verbindet. Werdet euch dessen wieder bewusst. Es ist nicht nur ein Wort, Verbindung. Es ist eine große Kraft und Macht. Und sobald ihr euch dessen bewusst seid, erhebt sich ein lichtes Netz. Ein lichtes Netz von einer großen Kraft und Macht. Deswegen verinnerlicht euch diese Worte. Es sind nicht nur Worte. Und wie gerade der Versprecher kam, inner Licht. Ihr seid Lichter. Und euer inneres Licht ist warm und spürbar. Und ich danke euch dafür. Es befinden sich hier auch Sternenwesen, die von ihrem Ausdruck kraftvoller sind. Und ich würde sie auch kämpferisch in Anführungsstrichen bezeichnen. Doch sie sind nicht hier, um zu kämpfen im irdischen Sinne, sondern sind hier, um mit aller Kraft, die sie besitzen, die Energie des Lichtes aufrecht zu erhalten und ihre natürliche Kraft, die sie tragen, ist ein Schutz, eine Unterstützung für all die, die die Worte des Lichts nach vorne bringen sollen. Ich gebrauche dieses Bild, damit ihr versteht, dass jeder, jede, jedes wichtig ist, einen wichtigen Platz hat und nichts ist besser oder geringer. Derjenige,
der ganz vorne steht und spricht, kann dies nur, weil das Heer von Licht hinter ihm oder hinter ihr steht. Wir alle sind das Heer des Lichts. Und daran sollen wir uns immer erinnern. Ich danke euch. Und ich wünsche euch, dass das in euer Leben tritt, was euch erfüllt und den Weg eurer Seele erfüllt. Danke. Also in dem heutigen Video habe ich ja jetzt verschiedene Sternenergien, verschiedene Wesen aus der geistigen Welt durch mich sprechen lassen. Und es war jetzt auch häufig so, dass ich das wahrnehme als ein Verbund, die sich zusammenschließen und dann zusammen etwas durch mich ausdrücken. Zum Teil habe ich ja gesagt, welche Energien dabei waren, aber es ist auch so, dass sich das dann auch vermischt, weil alle sind da, packen sich zu einem Verbund zusammen, so würde ich das jetzt ausdrücken, und geben mir dann die Gesamtinformation. Das kann sein, dass sich das für euch verwirrend anhört oder anfühlt, und ich muss mal schauen, ob ich in Zukunft das vielleicht irgendwie ein bisschen separieren kann. Ihr könnt ja selbst mal dann unter das Video schreiben, wie ihr das empfunden habt oder was ihr euch wünscht. Und dann schauen wir mal, was passiert. So. Das war mir noch wichtig, euch mitzuteilen. Bis bald.